habe eine weitere Zusatzfrage vom Herrn Abgeordneten Magister Hauser. Danke. Ja, sehr geehrte Frau Minister, wir wissen, wir haben also unglaublich viele Probleme in unserem Bereich Schule, obwohl wir alleine vom Bund 8,6 Milliarden Euro in das Schulsystem investieren. Jetzt wissen wir, die letzten PISA-Ergebnisse waren ein Desaster. Ein Drittel unserer Schüler kann nicht sinnerfassend lesen, schreiben und rechnen. Das Grundprinzip der neuen Mittelschule war es ja, dass in den Hauptfächern Deutsch, Englisch und Mathematik Gymnasiallehrer auch unterrichten. Das hat jetzt auch nicht funktioniert, weil zu wenig Schüler, weil zu wenig Lehrer zur Verfügung gestanden sind. Nun soll ab kommenden Schuljahr soll digitale Grundausbildung in der 5. Schulstufe und in der 9. Schulstufe begonnen werden. Können Sie sicherstellen, dass da genügend ausgebildete Lehrkräfte dafür zur Verfügung stehen? Frau Bundesministerin. Vielen Dank. Das wird ein Stufenprozess sein müssen. Wir haben jetzt 560 E-Education-Expert-Schulen schon, darunter auch viele neue Mittelschulen, wohlgemerkt, wo das wirklich gut funktioniert. Und was uns vorschwebt, ist ein Peer-to-Peer-Learning-System, wo Pädagoginnen und Pädagogen voneinander lernen, ja, um diese digitalen Kompetenzen und auch Lernmaterialien, wie sind sie zu erstellen, einfach weitergeben. Ich war selbst bei der Pressekonferenz an einer neuen Mittelschule in der Kopfstraße und habe gesehen, was dort alles geleistet wird. Da ist die Initiative von einem einzelnen Pädagogen ausgegangen, der sich auskannte und der seine Kollegen angesteckt hat damit. Und sie haben sich gerne dem gestellt und haben diese Kompetenzen erlernt und die Schule läuft. Digitale Kompetenzen sind im Unterricht implementiert in allen Fächern als Unterrichtsprinzip quer darüber. Man kann sich dort live anschauen, was gelingen kann. Das heißt, wir müssen, bin schon bei Ihnen, danach trachten, dass wir alle Grundkompetenzen stärken. Das ist überhaupt keine Frage, aber digitale Bildung ist für mich eine Grundkompetenz, denn wir wissen, dass wir in der Gesellschaft, in der Arbeitswelt diese digitalen Kompetenzen wie ein bisschen Brot brauchen und zwar schnell.